Hallo und herzlich willkommen. Kennst du das? Du möchtest Daten auf einen vermeintlich leeren USB-Stick kopieren, aber der wird nicht mehr erkannt? Kein Grund, den USB-Stick wegzuschmeißen. Das können wir reparieren. Oftmals werden die Partitionen zwar im Datei-Explorer angezeigt, aber deren Inhalt ist nicht mehr lesbar. Und manchmal kann man sie auch nicht mehr formatieren. Der erste Schritt dazu wäre, es über die Windows-eigene Datenträgerverwaltung zu probieren. Normalerweise könnt ihr hier die einzelnen Partitionen auswählen, löschen oder formatieren. Und in hartnäckigen Fällen, wie in diesem Video gezeigt, geht das nur noch über die Eingabeaufforderung. Wir öffnen die Eingabeaufforderung über das Startmenü und geben dort Disk Part ein. Die auftretende Meldung quittieren wir. Es öffnet sich eine neue Eingabeaufforderung, in dem das Kommandozeilenprogramm Disk Part läuft. Achtung, jetzt bitte ganz genau aufpassen, damit ihr nicht aus Versehen eure Windows-Partition auf der Festplatte löscht. Wenn ihr euch nicht sicher seid, was er tut, dann lasst es bitte bleiben. Für Schäden hafte ich nicht. Als nächstes geben wir List Disk ein. Diskpart liefert uns eine Auflistung aller Festplatten, USB-Laufwerke und CD-Laufwerke. Unterscheiden könnt ihr die nur über die Datenträgergröße. Damit ihr nicht aus Versehen eure Festplatte löscht, schaut bitte nach, wie groß die ist. Bei meinem Windows-PC hat das USB-Laufwerk die Nummer Disk 1. Das kann bei euch anders sein. Das USB-Laufwerk wählen wir mit dem Befehl Select Disk und anschließend mit Leerzeile und Nummer aus und bestätigen danach mit Enter. Der Befehl List Partition zeigt uns die Anzahl der Partitionen auf dem USB-Stick an. Bei mir sind das nun 3 Partitionen. Das kann bei euch anders sein. Mit dem Befehl Select Partition und der anschließenden Nummer wählen wir die Partition aus, die wir löschen wollen. Mit dem Befehl Delete Partition Override können wir nun die Partition löschen. Falls notwendig, wiederholen wir die Befehle Select Partition und Delete Partition Override für die noch übrig gebliebenen Partitionen. Den schwierigen Part haben wir nun hinter uns gebracht. Im Übrigen sehen wir alle Auswirkungen auch live in der Datenträgerverwaltung. Dort sehen wir den USB-Stick mit einer nicht zugeordneten Partition, die wir nun wie gewohnt formatieren können. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen und einen USB-Stick vom digitalen Müll retten. Ihr könnt mich unterstützen, indem ihr dieses Video in den sozialen Medien teilt oder diesen Kanal abonniert, um kein weiteres Video zu verpassen. Wir sehen uns, wenn ihr wollt, beim nächsten Video. Ciao und Tschüss bis zum nächsten Mal und bleibt gesund.